Und hier sind wir auch schon wieder, oder immer noch, aber für euch schon wieder, bei Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Ich bin von Null her Gameplays als Hobby und ich drücke jetzt einfach mal auf Spieler Suchu, dass ich während ich rede, was passiert. Und ja, wir versuchen uns hier beim Online-Match und haben direkt einen neuen Spieler, nämlich Stritch Peppy oder Strich Papi. Strich Papi vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir werden sehen, wie es wird. Den letzten Kampf haben wir gewonnen, Here we go. Jetzt schauen wir mal, wie es hier wird. Here I go. Marios Vielseitig, das habe ich ja noch gar nicht gelesen. Na gut, schauen wir mal. Strich Papi ging von Löher YouTube. Mario hat wohl Aufschlag. Das war nichts. Oh, das war knapp voraus. Juhu. 1-1. Das ist das Schöne, wenn man einen hat, der trickreich ist. Aber es kann auch echt mies sein, das habe ich da selber gespürt bei meinem Kumpel, wenn er den Buhu hatte. Wow. Haha. Los, kleine Sternchen, kriegt mir den Ball. Ich habe ja gehofft, sein Schläger geht kaputt, aber gut, okay. Oh, da habe ich nochmal Glück gehabt. Scheint aber doch ganz gut zu laufen. Oh, es geht um die Wurst. Oh. Den habe ich komischerweise nicht getroffen. Gewonnen! Aber war ein nettes Spiel, Strich Papi. Fand ich gut. Auf jeden Fall macht es auch genauso viel Spaß wie Pokémon Tekken DX irgendwie. Das ist geil. Okay. Tja, das war von Neuer YouTube gegen Strich Papi bei Mario Tennis Aces. Und ich hoffe, es hat euch auch immer noch gefallen. Denn ich finde es einfach cool. Es macht richtig Spaß. Auf jeden Fall hoffe ich, man sieht sich wieder. Ihr dürft mir natürlich auch ein Abo da lassen, sehen wir uns ja, denke ich mal, sowieso wieder, weil ihr dann ja die Benachrichtigung bekommt, wenn der nächste Teil online kommt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wiederhole mich irgendwie so ein bisschen. Es tut mir leid, ich bin so euphorisch. Ich bin so... Weiß nicht, ich freue mich. Und da kommen die Wörter in meinen Kopf durcheinander irgendwie, keine Ahnung, und schon verhaspel ich mich. Und meine Sätze passen dann nicht mehr so gut, aber egal. Auf jeden Fall, auf Wiedersehen. Das war Mario Tennis Aces auf Nintendo Switch mit von Lyra Gameplays als Hobby. Und vielleicht auch demnächst mit euch. Auf Wiedersehen und tschüss.